Niko Kovac hat sich vor dem DFB-Pokalspiel des FC Bayern bei Drochtersen, Assel, zu seinem Verhältnis mit den Bayern-Bossen geäußert und klargestellt, dass er sich nicht verbiegen lassen möchte. Er lebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Ich bin sicher, dass Hoeneß und Rummenigge einen selbstbewussten Trainer und keinen Ja-Sager wollen, sagte Kovac im Interview mit der Süddeutschen Zeitung und betonte, dass er seine Meinung vertreten werde, auch wenn diese eine andere sei als die des Präsidenten oder die des Vorstandsvorsitzenden. Er sei der Meinung, auch deshalb vom FC Bayern geholt worden zu sein, weil ich bin, wie ich bin. Ich will hier so sein, wie ich auch in Frankfurt war, sagte der 46-jährige FC Bayern Arjen Robben und Frank Ribéry, die Sieger der Vorbereitung. Mit Blick auf die Vorbereitung schwärmte Kovac erneut in höchsten Tönen von Arjen Robben. Was dieser Mann jeden Tag für seinen Beruf tut, ist faszinierend, adelte der Bayern-Trainer Robben. Die zweite große Überraschung sei Frank Ribéry gewesen, er ist nach wie vor ein Weltklasse-Spieler. Und er ist ein Mentalitätsmonster, sagte Kovac. Bezüglich der Wechselgerüchte um Jerome Boateng betonte Kovac, wie wichtig der deutsche Nationalspieler für ihn sei. Mit ihm, Mats Hummels und Niklas Süle habe ich drei Weltklasse-Verteidiger, und die brauche ich auch, erklärte er. Im Falle eines Wechsels gehe er davon aus, dass wir über Ersatz nachdenken, mehr zu Niko Kovac, Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß.